In Abtenau trafen sich zahlreiche Pferdeliebhaber zu ihrer bereits traditionellen Sternfahrt. Bei klirrender Kälte führte sie der Weg über knirschenden Schnee durch den Wald und über Feldwege mit einem kleinen Zwischenstopp bei einer Alm, wo es für Kutscher und Gäste einen kleinen Frostschutz gab. Die Bedeutung des Pferdes hat sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte gewandelt. Im Mittelalter verbanden die Menschen mit dem Pferd oft Negatives, wie zum Beispiel Krieg, weil es ein unverzichtbares Transportmittel war. War es früher ein Nutz- und Arbeitstier, dient es heute dem Freizeit- und Sportvergnügen. Aber auch aus dem Brauchtum ist das Pferd nicht mehr wegzudenken. Oder es ist auch Mittelpunkt eines Brauches wie in Abtenau. Ja, inzwischen hat das eine Tradition gekriegt. Früher war es ja umgekehrt. Früher sind wir mit dem Pferd alltag ausgefahren, mit dem Schlitten und mit der Schlaupe, um das Holz ins Tal zu bringen zum Sägewerk. Das gibt es heute nicht mehr. Jetzt fahren wir halt alle wöchentlich aus und einmal im Jahr eine große Sternfahrt. Das mal das 10. Mal. Und ich glaube, das ist eine ganz traditionelle Sache geworden. Da wird mit dem schönen Geschirr und mit den schönen Schlitten ausgefahren. Nach einer Andacht beim Hof des Egelseebauern, bei der der Ortspfarrer Mensch und Tier seinen Segen spendete, setzten sich die Gespanne in Bewegung. Heuer war ein Jubiläumsjahr für die Abtenauer Sternfahrt. Ich habe da vor 10 Jahren mit denen angefangen, habe das ins Leben gerufen. Ist mir mal vorgekommen, wir konnten eigentlich was tun. Mit den alten Schlitten, da wir die auch wieder in Bewegung setzen und da wir eine gemütliche Runde fahren. Und dann denke ich, probiere es einmal. Und der erste Start hat schon gleich so geklappt und wir haben schon um die 25 Schwan gewinnen, wo wir gar nicht gerechnet haben, dass so viel sind. Und das hat sich eigentlich jedes Jahr gesteigert und jeder hat gesagt, ich möchte mitfahren. Und so haben wir jetzt so zusammengekommen und jetzt haben wir schon das 10. Jahr und ist jedes Jahr noch mehr geil. Was ursprünglich mit einigen wenigen Gespannen begann, ist heute ein fast nicht enden wollender Zug an Pferdeschlitten. Ungefähr 45 Pferdeliebhaber samt Begleitern, die der klirrenden Kälte trotzten, schlossen sich zusammen, um an dieser Jubiläumssternfahrt teilzunehmen. Und da keine öffentlichen Straßen befahren wurden, gingen diesem Tag zahlreiche Arbeiten voraus. Und die Abtenauer halten hier zusammen. Ja, da haben wir schon ein paar Tage geopfert, allein schon mit dem Weg machen. Allein. Wie du siehst, wir haben eigentlich auf keinen Hauptfluss gefahren, auf keinen Weg. Wir haben eigentlich nur im Wald und Querfeld eingefahren. Aber ich habe ein paar gute Freunde und die haben alle auf meiner Seite, wenn ich was brauche. Und durch diese Leute klappt auch das so gut. Zwischendurch wurde ein kurzer Halt eingelegt und die Fahrer und Mitfahrer konnten sich stärken. Wir sind hier auf der hauseigenen Gutjahralm. Diese Gutjahralm wird genutzt vom Hotel Gutjahr für unsere Gäste, die im Sommer sowohl im Winter da einkehren. Wir machen praktisch einen schönen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen oft. Nicht Kaffee und Kuchen gab, sondern einen guten Schnaps, der von innen wärmte. Die Pferde allerdings mussten sich noch ein wenig gedulden. Dann trinken wir da einen gemütlichen Schnaps ein und fahren wir wieder weiter. Dann fahren wir beim Egelsee wieder vorbei Richtung Moos, Fliehhof. Und im Fliehhof macht man einen Einkehrschwung, dann müssen wir uns ein bisschen stärken. Nicht, dass wir ganz schwach werden, drücken und Nase müssen wir uns auch stärken. Dann geht die Sache schon gut. Das ist perfekt, ja. Wir sind auch gut eingemacht. Ja, sicher. Wir sind auch jung. Ja. Okay. So, dann fahren wir wieder. Schönen Besuch, gell? Ja, wir sind schön. Danke für die Einladung. Hermann, fahren wir! Also fuhren Hermann und die restlichen 44 Gespanne los, der warmen Stube entgegen, um den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.